Ich habe mir Gedanken gemacht, was ist eigentlich Heimat? Ist Heimat nicht der Ort, wo ich mich als Kind wohlgefühlt habe, weil meine Mutter zu mir ans Bett kam und es mir nicht gut ging? Ist nicht Heimat der Ort, wo ich meine erste Liebe erlebt habe? Wo ich heute noch vielleicht Schmetterlinge im Bauch kriege, wenn ich nur den Namen höre von meiner ersten Liebe? Ist nicht Heimat, oh, das gibt es bei Ihnen auch so. Ist nicht Heimat der Ort, wo ich meine Jugendzeit verbracht habe, mit meinen Vereinsfreunden, wo wir Radtouren gemacht haben bei uns im Odenwald? Heimat ist das, wo ich angenommen werde, so wie ich eigentlich bin. Heimat heißt, ich werde auch gebraucht. Was macht unsere Gemeinde aus? Was sind wir, wenn wir zusammen sind? Jeder von Ihnen ist zu etwas Nütze. Und wenn er nur zum Fest kommt und genug Bier trinkt, damit auch nachher der Umsatz stimmt. Wenn Sie am Festauszug nur Ihr Haus schmücken nachher, vielleicht haben Sie es noch nicht getan und einfach sagen, ja, ich freue mich, dass wir miteinander Heimatfest feiern, dann darf man ein wenig träumen. Und wenn ich Gemeindebuch durchbuchstabiere, dann träumen wir doch von einer Gemeinde, in der es uns gut geht, in der wir miteinander leben, in der wir gemeinsames Gutes tun. Wir träumen von Liebe und Freundschaft und wir möchten eigentlich gern ein Herz und eine Seele sein. Nur jeder muss dazu bereit sein. Und so wünsche ich Ihnen allen zum Heimatfest einen gesegneten Festablauf. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so segne und beschütze euch und all, die euch verbunden sind, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen. Feiern wir in seinem Frieden. Danke. Wir wünschen dem Fest einen guten Verlauf. Was wir brauchen, haben wir in Neu-Eichenberg. Festigkeit. Wir Neu-Eichenberger schätzen unsere Dörfer, wir bewahren das Erreichte, die Traditionen und wir leben gern in unserer Gemeinschaft hier in Neu-Eichenberg. Beweglichkeit. Wir Neu-Eichenberger lassen uns auch auf Neues ein. Wir gehen mit der Zeit und ändern das, was nötig ist. Gelassenheit heißt für uns, nicht alles hinzunehmen. Es bedeutet für uns, auch mal 5 gerade sein lassen und Verlorenem nicht nachzutrauern. Ausdauer, die zeichnet uns aus, nicht nur, wenn es ums Feiern geht. Und Gottes Segen, den haben wir soeben erhalten, wofür ich sehr dankbar bin. Weil alle diese und noch viel mehr gute Eigenschaften in unseren Dörfern zusammenkommen, ist es gelungen, die Geschichte unserer Gemeinde Neu-Eichenberg so erfolgreich zu schreiben. Ich bin deshalb stolz und glücklich, heute hier zum 9. Heimatfest unserer Gemeinde anlässlich des 45-jährigen Bestehens als Schirmherrin stehen zu dürfen. Und ich überbringe gern die Grüße der Gremien und die Glückwünsche aller Gemeindegremien. Seit 2012 hat sich der Heimatfestausschuss 18 Mal getroffen, um dieses Fest zu planen, zu organisieren und für jeden etwas Attraktives auf die Beine zu stellen. Unzählige Stunden wurden mit Vorbereitungen verbracht, zahllose Plakate geklebt und aufgestellt. Ganz viel Zeit hat insbesondere Kirstin Arndt in das Erstellen der Festzeitschrift gesteckt. Dafür bedanke ich mich herzlich und ich bin sicher, dass am Montagabend alle sagen werden, das war wieder ein tolles Heimatfest. Die Lena ist jetzt bereit, unser Fest offiziell jetzt durch den Festi-Anstich zu eröffnen. Und Bastian Rossi. Thank you.
SPG-Ortsverein Eichenberg mit der ersten Mannschaft. Und da bitte ich doch mal den Jörg Klinger nach vorne zu kommen, denn er ist der Vorsitzende. Ist er hier? Sie haben geschossen, 260. Dankeschön. Weitermachen. Jetzt kommt jemand, sollte nach vorne kommen, wo seine Frau viel besser ist als er. Christian Mühlhausen von der Freiwilligen Feuerwehr Matzhausen. Christian, ich wollte dir nur sagen, dass du schlechter warst als deine Frau. Sonst. 223, ihr habt den zweiten Platz. So, das war ja ausgeschrieben, dass nur noch Eichenberger keine aktiven Schützen teilnehmen durften. Man kann auch Gruppierungen machen, es braucht nicht ein Verein zu sein. Und somit, mit 267 Ringe, wurde Sieger, belegte den ersten Platz, Alte Straße 1 und 1a. Und da bitte ich doch mal bitte, den Kader Lübcke nach vorn zu kommen. Den Kader, wir gratulieren. Alles Gute, bitte. Dies sind die glücklichen Pokalsieger vom Gemeindepokalschießen 2016. Gratulation! Wir gratulieren natürlich, so wie sich das bei uns im Schützenverein hört. Wir gratulieren mit allen Greifern. Gut! 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 Ich danke! Volksschützenkönigin 2016 mit einem 114 Teiler. Eine sehr gute Zeit. Britta Malach, die Mutter. Mit einem 205er Teiler wurde Volksschützenkönig 2016. Wer mit freiwillig? André Lübcke. Herzlichen Glückwunsch. Mal so. Drehen wir zur Kamera hin. Oh, Dankeschön. Dankeschön. Bravo! Wir freuen uns für dich, so wie Schwalbe im Wind. Natürlich noch die Gewinner unseres Gewinnspiels bekannt geben. Es sind ja einige Autos hier mit NEB ist okay Aufkleber rumgefahren in der Gemeinde in den letzten Wochen und Monaten. Und es gab 4 Preise und ich wollte jetzt noch mal ganz kurz die Gewinner mitteilen. Und zwar den 4. Preis, das waren 2 Freikarten für den Discoabend morgen Abend. Den hat bekommen Jana Spitzel aus dem Ortsteil Hebenshausen.
Den dritten Preis, das sind zwei Freikarten für den heutigen Eröffnungsabend, hat gewonnen Herbert Schmidt aus dem Ortsteil Berge. Der Preisträger des zweiten Preises, das sind zwei Freikarten für den Frühschoppen, steht auch schon hier vorne, unser Christian Mühlhausen aus Marzhausen. Und der erste Preis, das sind zwei Dauerkarten für das gesamte Heimatfest, hat auch Ricarda Lübcke aus dem Ortsteil Hevenshausen gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Applaus